Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Grünfelder Land. Und heute wird so ein kleines Erklärvideo, weil der Anfang, bis man mit der Map komplett die Tiere hinten spielen kann, zum Beispiel Kühe, um Wasser zu generieren, ist ein bisschen komplex und man muss so ein bisschen überlegen, welche Produktionen brauche ich, um was zu erreichen. Und genau deshalb möchte ich das Video heute mal so starten, dass wir uns einfach überlegen, welche Produktionen brauchen wir und ja, welche brauchen wir noch, weil es werden einige sein. So, wir brauchen für die Kühe natürlich Futter. Futter können wir auf Hof 8 herstellen, das ist kein Problem. Wir könnten einen Futtermischer benutzen. Alles gut und schön. Aber wir brauchen ja für die Kühe auch Wasser. Und Wasser ist auf dem Grünfelder Land nirgends zu holen, außer mit den Behältern, die wir kaufen können für 5000 Euro und platzieren. Oder aber wir nutzen das Wasserwerk. Und ich glaube, so rum fange ich jetzt auch an mit dem Erklären. Das heißt, welches Produkt brauchen wir und wie kommen wir dahin? So, Wasserwerk haben wir hier ganz rechts oben. Das müsste ich kaufen. Um Wasser zu produzieren, brauchen wir entweder die Holzkohleproduktion oder die Holzscheitelproduktion. Ich werde mich dafür entscheiden, dass ich die Holzscheitelproduktion nehme. Das hat einen ganz kleinen Vorteil. Wir brauchen keinen weiteren Anhänger, um die Hackschnitzel irgendwo einfüllen zu können, sondern für die Holzscheitelproduktion brauchen wir Stammholz. Stammholz brauche ich außerdem, um das Sägewerk zu befüllen. Das heißt, daran komme ich auf jeden Fall. Außerdem brauchen wir hier Paletten. Und das ist so das nächste Problem. Also nach dem Wasserwerk brauchen wir also die Holzscheitelproduktion und die Palettenproduktion. Die Palettenproduktion braucht wiederum Bretterpaletten, kriegen wir im Sägewerk aus Stammholz, und Nägel. Und das ist der kleine Haken dabei. Wir kommen nicht einfach so an Leerpaletten, sondern wir brauchen die Erzverarbeitung bzw. Metallproduktion. Und für das Erz, das da hinten in diesem grünen Förderband gefördert wird, natürlich aus dem Boden hier, dafür brauchen wir dann wiederum Diesel. So, wenn wir das Metallerz gefördert haben, kommt das hier rein. Und dann brauchen wir auch wieder Bretterpaletten, weil die Nägel werden in Bretterpaletten, also so in Kistenpaletten sozusagen, bereitgestellt. Daher brauchen wir auch hier Bretterpaletten. Das gibt jetzt schon einen Kreis, sodass wir eigentlich wissen, wir brauchen zuerst das Sägewerk, um Bretterpaletten herstellen zu können. Die Bretterpaletten kommen dann in die Palettenproduktion und in die Metallproduktion. Dann brauchen wir noch die Raffinerie, um den Diesel zu generieren, der das Erz gewinnt, kommt dann auch in die Metallproduktion. Und dann kommen die Nägel der Metallproduktion in die Palettenproduktion. Dann läuft diese Produktion. Das Stammholz haben wir inzwischen schon in die Holzscheitelproduktion eingebracht und können dann die Leerpaletten in die Holzscheitelproduktion bringen. Dadurch bekommen wir Holzscheitel und die Holzscheitel können wir dann wieder ganz oben im Wasserwerk benutzen, um Wasser zu generieren. Und damit hätten wir Wasser für die Kühe. Aber ein wichtiger Teil fehlt noch. Wo kriegt man überhaupt die Stämme her? Die Stämme könnten wir uns irgendwo am Feldrand organisieren. Zumindest zu Beginn.
um da mal einen Start zu haben. Aber das wird nicht reichen. Darum werde ich mir im Laufe des Let's Plays den Wald 11 kaufen. Das ist der kleinste und günstigste Wald für 85.000. Werde den komplett abholzen. Und wenn ich den abgeholzt habe, dann behalte ich mir das Recht vor, dass ich diesen Wald auch wieder verkaufen kann. Einfach um das Kapital dann nicht zu binden. Gut, also können wir einfach mal durchrechnen. Wir brauchen 85.000, 70.000, sind wir bei 155.000, die Holzscheitelproduktion 175.000, 202.000. Und jetzt wird es teuer. 421.000, die Raffinerie. 421. 476.476 plus 64. 80. 540.000 Euro brauchen wir noch, um überhaupt mal bis zu den Kühen zu kommen. Und dann müssen wir die Kühe natürlich kaufen. Das wird ein kleines Stückchen Arbeit. Was ich eigentlich auch noch haben möchte, ist der Komposter, um dort Stroh und alles Mögliche einfüllen zu können, um meine Felder zu düngen. Weil ich würde gerne mit Kompost düngen. Stroh kriegt man mega viel. Und dann hätten wir das eigentlich auch schon erreicht. So, das war der kleine Exkurs zu den Produktionen, die wir noch brauchen. Ich bin mal gespannt. Also wir brauchen noch ungefähr eine halbe Million Euro. Bis wir hier mit den Kühen wirklich starten können. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen weiterhelfen, wenn ihr so ein bisschen struggelt mit der Map, weil ihr auch Wasser braucht und ihr nicht genau wisst, wo das herkommt. Aber das ist unser Plan. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut bei der nächsten Folge re wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.